Spörlheim-Gymnasium. Willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Das Jahr 2013 ist noch ziemlich jung, dafür ist schon ziemlich viel passiert. Wie zum Beispiel am 26.01. der Tag der offenen Tür. Ziemlich viele Besucher waren da, um sich einen ersten Eindruck von unserer Schule zu machen. Wir haben hier für die, die nicht da waren, ein paar Szenen zusammengeschnitten. Thank you.
Kinotipp. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Hi Leute und willkommen zu der Januar-Folge von Popcorn Time. Ich war diesen Monat im Kino und habe für euch The House at the End of the Street geguckt. Ein wirklich sehenswerter Film, aber jetzt erst einmal zum Inhalt. Die Ärztin Sarah zieht nach ihrer Scheidung mit Tochter Alicia in eine andere Stadt. Sie möchte einen Neubeginn starten. Das Glück scheint ihnen hold zu sein. Sie findet ein großes Haus mit wunderschöner Umgebung. Es liegt in einem großen Wald und sehr abgelegen. Doch alles hat seinen Preis. Und vor vielen Jahren passierte ein schrecklicher Doppelmord im Nachbarshaus. Damals lebte dort eine Familie, ein Paar mit Tochter und Sohn. Die Tochter war es auch, die eines Nachts ihre Eltern umbrachte. Sie selber sei spurlos im Wald verschwunden, heißt es. Nun lebt in dem Haus nur noch der Sohn der Familie, Ryan. Im Laufe des Films kommen sich Ryan und Alicia näher. Doch Wahnsinn, Gewalt und Mord zerreißen bald die Beziehung der beiden Menschen. Der Film hat es wirklich in sich und deshalb ist er auch erst ab 16 freigegeben. Die Handlung wird im Laufe des Films immer verwirrender und es ist mir zwischendurch sehr schwer gefallen, ihr zu folgen. Doch durch einen kleinen Hinweis am Ende bekommt die ganze Geschichte des Films eine ganz andere Bedeutung. Ich finde, der Film ist eine komische Mischung aus Teen-Love-Story und Horrorfilm. Die Figuren sind in dem Film sehr gut gespielt, auch wenn mir zwischendurch Alicia etwas zu hohl war. Um es in den Worten des Kinobesuchers hinter mir zu fassen, typisch amerikanischer Intelligenz. Das war es auch schon wieder von mir. Ich freue mich, euch nächsten Monat zu sehen und diesmal werde ich dann eine Komödie vorstellen. Bis dann, tschüssi.